Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Cities in Motions. So, wir haben ja ein paar Straßenbahnlinien bzw. eine Straßenbahnlinie in der letzten Folge angelegt und wir haben ja auch noch diese Linie hier rüber. Ihr müsst jetzt eigentlich mal zuschauen, dass wir hier ein bisschen das noch ausgebaut kriegen, weil hier natürlich die ganzen Leute wohnen. Wir müssen mal hier schauen, hier gibt es ja so eine Hauptstraße. Vielleicht können wir das da so ein bisschen, ja, mit verbinden, sage ich mal. Wir müssen erstmal kurz einen Plan machen. Oder ne, wir gehen einfach mal erstmal hier weiter, würde ich mal sagen. Wir fahren hier einmal nochmal einen Kreis rum. Ich glaube, das müsste eigentlich funktionieren. Und dafür müssen wir natürlich hier erstmal noch ein Depot setzen. Hier würde es, glaube ich, ganz gut passen. Gehen wir mal hier rein. Straßenbahn. Ich mag Straßenbahn einfach, deshalb baue ich so viele Straßenbahnen. Passt das oder passt das nicht? Passt. So. Wollte eigentlich nichts abreißen, aber jetzt ist es passiert. So. Dann bauen wir hier erstmal die Straßenbahn raus und dann gehen wir in... Ja, das ist eine Einbahnstraße hier. Oh oh, das war nicht gut, aber kriegen wir trotzdem hin irgendwie. So. Jetzt bin ich schon ein Stückel zu weit, aber es ist egal. Bauen mal hier. Moment, wo wollte ich jetzt hochgehen? Obwohl, wir können auch hier weiter hochgehen dann. So. Hier einmal lang. Wir müssen ja insgesamt wieder eine etwas höhere Netzabdeckung hier hinbekommen. So, hier treffen sich wieder die Straßenbahnlinien. Heißt, man kann hier dann umsteigen. Und hier können wir gleich noch die Buslinie mit benutzen. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit runtergehen. Aber ich glaube, wir können die Straße bis zum Ende durchbauen. Jo, das sieht ganz gut aus. So, jetzt müssen wir einmal hier rum, weil es ja eine Einbahnstraße ist. Und kommen dann wieder dort an. Heißt natürlich jetzt auch, dass die Linie... Moment, wir können ja nochmal einen Ticken weiter bauen hier. Ach, das ist auch eine Einbahn... Oh, hier sind alles Einbahnstraßen, das ist doch Mist. Gut, das Depot war jetzt echt blöd gebaut, sage ich mal. Können wir hier aus einer Einbahnstraße vielleicht eine mehrspurige... Müsste da eigentlich funktionieren, oder? Nicht genügend Platz. Moment, ups, da, das wollte ich haben. Nicht genügend Platz, das passt alles nicht hier. Schade, ich dachte, das geht manchmal irgendwie, dass man hier aus einer Einbahnstraße eine 2 machen kann, aber es geht doch nicht. Schade. Okay, na gut, aber die Tram kann ja hier dann so rumfahren, das passt ja schon. Dann bauen wir jetzt hier noch ein paar Haltestellen her. Einmal natürlich wieder hier eine. Ne, geht das überhaupt? Moment. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass die... Müssen wir vielleicht doch nochmal nachbessern. Einmal hier rum. Und die dann auch hier lang. So, passt das schon besser. Weil ich die Haltestellen eigentlich ganz gerne auf der einen, auf dieser Seite haben möchte. So, dann geht's weiter. Hier lang. Hätte ich das Ganze auch nur eingleisig bauen können. Naja, jetzt haben wir es halt zweigleisig. Ist auch egal. Wir haben es ja, wir haben ja die Kohle. Da können wir uns auch gleich nochmal reingucken. So, dann die Haltestelle, die wir sowieso haben. Und dann fahren wir hier wieder runter. So. Jetzt hier nochmal lang. Hier noch eine Haltestelle. Und dann sind wir schon wieder da. So, daraus machen wir jetzt wieder eine Linie. Straßenbahn, neue Linie, Haltestellen hinzufügen.
Los geht's natürlich im Depot. Dann geht's hier lang, hier lang. Und immer so weiter. Das kennt ihr jetzt mittlerweile schon. Ich will natürlich hier später auch nochmal eine U-Bahn lang bauen. Weil die haben wir natürlich auch. Und noch ganz andere. Ich glaube, wir haben auch noch Schiffe. Genau, Schiffe haben wir auch noch. Hubschrauber und Flugzeuge gibt es, glaube ich, nicht, wenn ich mich nicht irre. Aber ich kann gleich mal nachgucken, ob es die vielleicht gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, die gab es im ersten Teil. Wenn ich mich nicht irre. So, und dann sind wir schon wieder da. Einmal zurück. So. Jetzt haben wir natürlich wieder nicht genug Fahrzeuge, das ist ganz klar. Ich brauche nochmal kurz die Linie. Wir bräuchten maximal benötigte Fahrzeuge 3. Gut, wir kaufen natürlich jetzt ein paar mehr. Und dann geht's auch schon los. Dann haben wir die Linie auch schon wieder in Betrieb genommen. So, jetzt gucken wir mal nochmal kurz nach. Was für eine Fahrzeuge wir hier oder was für eine Sachen wir hier noch haben. Nee, also wir haben in der Tat hier noch die O-Busse, also die Oberleitungsbusse. Straßenbahn haben wir schon, U-Bahn haben wir und Wassertransport haben wir noch. Mehr gibt's leider nicht. Aber gut, so, oh, wir haben jetzt hier was erreicht. Was haben wir denn erreicht? Wir haben eine Netzabdeckung von 13%. Von 0 auf 13, Mensch. Nee, aber dann haben wir es ja schon fast geschafft. Also 15% ist ja das Ziel. Dann wären wir ja schon fast durch. Dann müssen wir jetzt... ja, müssen wir dann mal gucken. Vielleicht bauen wir auch mal so einen O-Bus. Sowas würde ich natürlich auch ganz gerne mal bauen. Dann haben wir mal alles so ein bisschen gebaut. Bis auf die Straßen... bis auf die U-Bahn. Die fehlt natürlich dann noch. Ist nur die Frage, wo macht denn ein Oberleitungsbus Sinn? Vielleicht lassen wir den hier lang fahren. Dann hier runter über die Brücke. Muss ja nur eine kleine Linie sein. Ist ja nur, um das mal zu zeigen. So, und dann bauen wir das mal schnell noch. Einmal ein Depot. Und dafür müssen wir jetzt natürlich Oberleitungen bauen. Ähnlich wie bei der Straßenbahn. Diese Leitung hier einmal langlegen. Eigentlich bräuchte die Straßenbahn diese Leitung ja auch. So, den lassen wir dann auch hier langfahren. Der fährt dann allerdings hier wieder weiter. Auch hier hätte es wieder gereicht, eine Seite zu machen. Aber gut. So, da sind wir dann eigentlich schon einmal rum. Dann fahren wir hier nochmal lang. Dann hier durch und fahren dann hier wieder zurück. So. Und dann sind wir wieder am Anfang. So, da Bushaltestellen, sind das nochmal extra? Ja, offensichtlich. Ich dachte, das sind die gleichen wie bei den Bussen. Aber offensichtlich doch nicht. Aber ist ja egal. So, dann hier wieder eine und hier wieder eine. Anfang und Ende. Und dann hier immer schön lang. Jetzt glaube ich, ist es so, dass wir nicht die mit der Straßenbahn verbinden können. Deshalb setze ich da nochmal eine extra Bushaltestelle hin. So, dann geht es hier nochmal lang. Auf der Brücke brauche ich keine Haltestelle bauen. Macht ja wenig Sinn, da steigt wohl keiner ein. Dann geht es ja hier schon wieder zurück. Hier nochmal eine Haltestelle. Nein, da können wir vorne auch nochmal eine setzen. So, und dann legen wir nochmal schnell eine Linie an. Haltestelle hinzufügen. Ah, das ist ja jetzt eigentlich immer so das Gleiche. Müssen wir mal überlegen, ob wir hier noch... Ja, das geht nämlich nicht. Falscher Fahrzeugtyp. Aber gut, die Haltestellen sind so eng zusammen. Sollte ja schon passen. So. Da haben wir noch eine. Da ist noch eine. So, dann geht's hier rum. Und wieder zu dieser. Und dann sind wir wieder am Anfang. Jetzt drücken wir mal auf Info. Und wir bräuchten... Durchschnittlich benötigte Fahrzeuge 1,3. Maximal benötigte Fahrzeuge 3.
Okay, da kaufen wir dann noch mal ein paar. Machen wir auch wieder 6, falls einer kaputt geht oder sowas. So, dann können wir uns die Opusse mal angucken. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus hier, dieses Depot. Das ist ein bisschen großes Tor hier, finde ich. So, das sind also unsere neuen Opusse. Damit haben wir jetzt eine Abdeckung von 20%. Damit haben wir doch eigentlich die Mission abgeschlossen. Genau, das ist abgeschlossen. So, und die Folge ist auch schon wieder abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr könnt, ihr gerne einen Daumen da lassen, einen Kommentar schreiben oder uns abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, ciao, euer David von meiliga.de.